Willkommen zurück zu einer neuen Folge DuckTales. Wir machen natürlich da weiter, wo wir uns letztes Mal aufgehört haben, nämlich mit dem nächsten Level. Und so viele sind es gar nicht mehr. Letztes Mal haben wir in den afrikanischen Minen ein bisschen aufgeräumt und da dieses Erdbebenvölkchen da getroffen, ich weiß nicht mehr wie es hieß. Diese Kundertypen da. Und ja, jetzt gehen wir mal in etwas kältere Regionen. Aus den Tiefen der Erde in kältere Regionen. In luftige Höhen, nämlich in den Himalaya. Wir reisen nach Himalaya, aber sicher doch. So dann, nichts wie. Pack my parka, Duckworth. We're headed for the Himalayas to hunt for the lost crown of Genghis Khan. Shall I forward your call, sir? Gee, can I come, Uncle Scrooge? I want to see the pretty Himalayan marmot. Och, not this time. Himalaya murmelt Tiere. I need you here looking after the boys. Otherwise, who knows what kind of trouble they might get into. Oh, that's very smart. Uncle Scrooge! Indulge me, lads. The last thing this expedition needs is a wee lass about. Och, I'm gonna have enough trouble looking after the launch pad. Boah, recht hat er recht, ne? Halt mal klassischen Doppeldecker nicht mit Heli unterwegs. Alles klar. Oh. Launchpad. I told you to land in the center of the mountain range, not in the center of a mountain. Gee, Mr. McDee, I thought that crash was rock solid. The only rocks around here are the ones inside your head. Das ist ein bisschen kaputt, das Flugzeug. Shadow Pass and the Lost Crown. Now fix this wreck so we can get airborne and step on it, lad. I'm paying you by the hour, and I'll nae having you billing me for overtime. No problem, boss. As long as I have this fuel regulator, we're as good as... Whoopsie-daisy. Und tschüss. My mom always said I was a Butterfingers. Oh, no. Please tell me you've got another one of those. Sure I do. But it's back in Duckburg. Launchpad! Dum-dum. Don't worry, Mr. McD. I'll climb down and get it. You'll do no such thing. I'll get it. You stay here and try not to cause any more damage. Okay, you're the boss. Da ist doch wer mitgekommen. Oh, die Hasen. Das passiert ja also auch. Wupp. Das ist ein bisschen kalt, ne? Ja. Da hüpfen sie. So sagten hier die Karte. Alles klar. Drei Dinge müssen wir hier finden. Das sollte kein Problem sein. Ah! Scheiße! Das fängt ja schon mal gut an, das Level. Freundlich. Der nächste. So, Alter. Wie viel gibt's hier von der Sorte? Hier schon runter oder noch weiter? Ach, gucken wir mal noch weiter. Gibt's Viecher hier irgendwo im Sonderangriff oder von der anderen Seite? Das ist fürchterlich. Alter. Er fällt da runter, genau. Gehen wir auch hier runter. Bevor uns das Vieh auf den Kopf springt. Kommen wir nicht mal wieder hoch. Oh, ja. Irgendwas Verstecktes hier? Na dort. Flup, flup.
komm raus hier. Komm her, meine ich. Da ist ja schon mal ein Teil, was wir suchen. Jackpot! Here now, don't touch that. I need it to fix my plane. Stop! Weg ist es. Oh, it's too late. Those bunny bandits have torn it apart. I've got to find those pieces fast. Dumm gelaufen. Ja, wir sind ganz in der Nähe von einem Teil. Guck einfach hier erstmal weiter. Den anderen Part wären wir hier runtergekommen. Alles klar, da brauchen wir hier gar nicht weiter zu gehen. Alles klar, dann gehen wir runter. Ja, hier gibt's Spinnen, ist ja ekelhaft. Ich hasse Spinnen. Ist ja, stimmt, es ist ja Eis. Oh, Scheiße. Stimmt, auf dem Eis, hier rutscht man ja. Die gibt's ja auch noch hier. The Mighty Ducks. Oh Gott. Langsam. Ganz Dorf vergessen. Was soll denn hier von dem Teil? So kann ich an einem Teil dran. Ach, der hat, ach, der hat also es schon gehabt. Alles klar. Der Hase hat das Teil schon gehabt. Weiter. Was ist das denn? Frei hier. Mahlzeit. Gehen wir hier überhaupt hin? Hier geht's doch auch prinzipiell noch runter, oder geht's hier noch weiter? Geht's auch noch weiter? Das kann ich auch. Oh Jesus. Wow! Uiuiui. Wo sind wir hier? Ja, die Frage, wollen wir jetzt hier schon hin? Wir gucken einfach mal, wo es uns dann versteckt. Ganz böse Stellen. Ganz böse Stellen. Es wird nicht besser. Geht's nach oben, aber wollen wir schon hoch? Das ist die Frage. Also wo kommen wir hier hin, wenn wir hochgehen? Können wir da wieder an Anfang, oder? Ne, das ist der Weg zum Ende. Hier wollen wir noch gar nicht hin. Das ist doch schon der Weg zum Ende. Freunde, das ist nicht so einfach. Wir wollen doch noch gar nicht zum Ende. Wir müssen erstmal weiter runter. Oh, da war schön weggestartet. Gehen wir hier schon runter oder gehen wir? Oder? Komm, wir gehen hier schon runter. Das eine Teil ist die Richtung.
Bei der doofe Idee, wir gehen hinten runter. Wir gehen definitiv hinten runter. Wir gehen mal ganz definitiv hinten runter. Erhöht die Überlebenswahrscheinlichkeit ungemein wahrscheinlich. Also, was haben wir nicht? Sagen wir jetzt nicht, wir kommen jetzt hier nicht hoch. Das wird peinlich gewesen. Du Bastard! Oh, aber gerade Sache, wir gehen hier rum. Das ist nicht einer von den Häschen hier, das ist ein anderes Häschen. Sieht auch nicht so viel angenehmer aus hier, ne? Ich war was drin hier. Jetzt hat Onkel Scheiße gemacht. Hat der lange gehalten. Ja, also irgendwo das kann Nickel sein. Ist das der da? Könnte hinkommen. Ne? It's the second piece of the fuel regulator. One more piece to find and we can get out of this overgrown icebox. Jetzt ist das M natürlich weg, was wir da bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Böse Angelegenheit, wie den Eiszapfen, ganz böse. Ne, gehen wir mal weiter hier. Ach. Cuts me, kills. It's Bubba Duck. Looks like that poor little pea brain. Bubba, den kennen wir doch noch. Whoa, what happened? What happened? Scooch! Ooga ooga! Scooch saved Bubba! There there, little fella. Dagolaut, genau so dann immer genannt. Genau. Scooch saved Bubba! Scooch saved Bubba! Scooch saved Bubba! Bubba help Scooge forever. You know, I could use a bit of help smashing away this giant icebox. What do you say, Bubba? Ooga, ooga! Yes, follow me, lad. Bam. More money for me, money bin. Macht er den Hasen kaputt? Er probiert es zumindest. Sieht gerade lustig aus. Na, erledige ich das mal. Shit. Da hat sie schnell zerstört. Komm mal her. Digga, hier unten. So, hier. Hier. Ein bisschen kaputt machen. Hier unten. Genau so. Du kleiner Bastard. Du versaust mir gerade alles. Ja, dann mach doch weiter. This is the end of the line, Bubba. It's time for you to head to the surface. Bubba home with Scrooge? Aye, launch pad is waiting to take you home to Duckburg. On your way now. Poster. So,
So, da kommen wir zum nächsten Teil, genau. Da wollten wir ja auch hin. Ach, das wird dämlich. Mich wundert es, dass wir in dem Level noch nicht an Frieda vorbeigekommen sind. Oder mir irgendwo eine Ecke übersehen, wo es lang geht. Direkt am Start war ein Übergang. Nicht, dass Frieda hier direkt am Start stande. Das wäre ein bisschen doof gewesen. Nachdem ich hier auch gerade mit dem Hasen an. So. Wieso hat er hier den Sprung nicht gemacht? Moment. Pogo schwer. Wir haben das jetzt auf schwer gestellt. Ich wundere, dass ich gerade so viel verloren habe. Wir brauchen Frieda aber ganz dringend. Nein, jetzt habe ich Scheiße gebaut. Ach Leute, warum? Den Hasen hat man doch gebraucht. Oh Leute, was mache ich denn? Wir hätten auch den Hasen da noch töten müssen. Was mache ich denn? Nicht töten, einen auf den Nischel springen müssen. Oh Leute. Doch das Teil vergessen, so nochmal hier außen rumlaufen. Nee. Das mit einem Herz, das war gerade richtig dämlich, Leute. Ich geb's zu. War aber mein Fehler. Oh nee. Wurde jemand so verrückt vom Pogo auf schwer gestellt hat. Wer macht denn sowas? Gehase, wer macht sowas? Kann sich auch nicht erklären. Ja, damit. Oh, look of the ducks. The last one. Now to get this fuel regulator back to launch pad. Up I go. So, wieder hier rum. Jetzt aber hier hoch. Überhaupt nicht fies die Stelle. Nein, nein. Überhaupt nicht. Ab nach oben. Der eskulische Panzerknacker. Ach, da stand was. Ja gut. Torte, genau das, was wir brauchen. Keine Frieda. Das ist nicht schön. Das wäre, wenn wir Frieda echt da schon. Ach so. Ach, deshalb der Übergang. Weil so kommen wir jetzt wieder rüber zum Start. Ja, meine Güte, sag das doch. Grüße. Ja. Wie viele kommen denn noch von den Springböcken hier? Da! Hat er uns jetzt echt so getroffen? Dann leck mir doch. Die kehren aber ganz geringfügig auf den Nerv mit dem Rumgejumpe hier. Du kannst ihn mal gerne haben da. So Mädels, wie sieht's aus? Here you go, Launchpad. Good as new. Now get this bucket of bolts back in the sky. Just a tick, Mr. McD. This order. Do it. Ich mach's bumm. Now there's your problem. Webergale, what in the world are you doing here? I wanted to see the pretty crown, Uncle Scrooge. Oh, great. Now I've got to babysit you and Launchpad. But I can help, Uncle Scrooge. You're not like the boys, are you? You don't think I'm just a worthless tag-along? We're ready for liftoff, Mr. McD. Ah, not a moment too soon. Strap in tight, Webby dear. Off we go. Nothing but blue skies ahead. Clear as a bell.
Not a cloud in sight. Launchpad, knock off that infernal chatter. Gee whiz, I was only trying to lighten the mood. If anything, we need to lighten the flame. Feels like she's lost maneuverability with all the unexpected cargo we seem to have picked up. No worries, Mr. McDee. I've got the coordinates for Shadow Pass locked in. We'll be there lickety-split. More like lickety-splat. Glumgold. Nice to see you, McDuck. Especially since you've led me right to the treasure. To whom do I owe my thanks? Your idiotic pilot? Or did you play it safe and let those two wee ones fly the plane? You dirty cheat. Only you could sink so low. And at 15,000 feet, no less. Complain all you like. The lost crown of Genghis Khan will look right at home on my feathered noggin. Wouldn't you say, Scroogey? That's what you think. You'll never beat us to Shadow Pass. So, the crown is in Shadow Pass, eh? Thanks for telling me. Voll Idiot. Launchpad. Here comes a 10 megaton finder's fee, McDuck. Come on, boys. One old duck with a cane shouldn't be any trouble to take down. Ouch! Was zum Henker? Warum schießt der eigentlich Panzerknacker? Schießen wir ein paar Bomben, die brauchen wir, danke. Dich abzuschießen. Das war immer eine Doofheit. Man sollte auch auf die Schatten achten, die da runterkommen. Tschüss. Try it the other way around and I couldn't agree more, Webby. Pickle me, pin feathers, there it is. Shadow Pass directly ahead. Take us down, Launchpad. Slow and steady this time. No problemo, Mr. McDee. Gleich kracht's wieder. We're close to that treasure now. I can almost smell it. Wasn't me. Then what was it? Klingt gefährlich. That definitely wasn't me. Whatever it is, it won't last long if it tries to get between me and the lost crown. Oh, Flugzeug ist heil geworden. Don't go. Don't worry, lassie. Whatever is in that cave is no match for your Uncle Scrooge. I earn my fortune by being smarter than the smarties and tougher than the toughies. If anything's in there, it had better step aside. Ja, wenn er das sagt. Stay with Launchpad. He'll take good care of you. Was mit Baba? Baba ist doch noch da. Alles gut. Aber trotzdem, Frieda wäre definitiv nicht so schlecht. Das Vieh auch noch hierher gesprungen. Das war eigene Doofheit. Ich geb's ja zu. Irgendwann bestraft mich die Gier hier in dem Spiel. Oh Gott. Ernsthaft? Ernsthaft? Das war knapp. So toll, das war diese komische Gorilla. Ja, der Yeti war das doch. Oh, du Scheiße. Wie soll man gegen den denn ankommen? An den kommen wir nicht mal so ohne weiteres vorbeigelaufen. Hey, watch it.
Alter, wie soll das gehen? Dass wir den damit treffen müssen, ist ja klar. Okay, ducken funktioniert nicht. Ja, gut. Nur das Level nochmal von vorne machen. Aber das machen wir nicht mehr heute. Weil unsere Zeit ist ja halt doch schon am Ende. Für heute. Deshalb, das machen wir in der nächsten Folge fertig. Da spiele ich aber. Offscreen nochmal bis dahin. Dann versuchen wir den Typen dann nochmal zu bashen. Und ja, dann hoffen wir mal, dass es klappt. Und dann machen wir nämlich nach dem Kampf nochmal dann nämlich gleich mit dem Mond weiter. So machen wir das, würde ich sagen, ja. Weil jetzt nochmal bis dahin spielen, das würde so ein bisschen den Zeitrahmen sprengen, auch wenn ich jetzt Offscreen mache. Ich habe gerade nicht so viel Zeit, deshalb. Wie gesagt, den Kampf nochmal beim nächsten Mal. Vielleicht habe ich ja noch herausgefunden, wie man unter ihm vorbeikommt. Weil ihr habt gesehen, Ducken scheint auch nicht zu helfen. Ich bin dann gerade noch ein bisschen überfordert. Mal schauen, vielleicht kriegen wir es noch in der nächsten Folge raus. Bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und mit dem Kampf gegen den Eis-Yeti-Menschen-Typi da sehen wir uns beim nächsten Mal DuckTales wieder und ja, dann bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.